Ich stehe hier in Dumbo. Dumbo ist eine Gegend in Brooklyn, ziemlich dicht am East River. Eigentlich ist eine Industriegegend, Lagerhallen waren hier und Fabriken. Mittlerweile hat sich das ziemlich geändert. Viele dieser Fabriken sind in Lofts, Eigentumswohnungen, verwandelt worden. Auch die hier, da war eine Seifenfabrik, da wohne ich jetzt gerade. Und als ich hier eingezogen bin, in meine Wohnung, haben mich die Leute aus dem Haus relativ komisch angeguckt. Und wenig später habe ich einen Zettel in meinem Briefkasten gefunden, auf dem mitgeteilt wurde, dass Kurzzeitvermietungen illegal sind, dass man nicht unter einem Jahr vermieten darf. Da war mir noch gar nicht bewusst, dass das ein Problem in New York ist. Jetzt bin ich seit einem Jahr wieder da und habe begriffen, dass in New York sehr, sehr viele Leute mittlerweile davon leben, ihre Wohnung an Touristen unterzuvermieten. Es gibt ja große Internetplattformen, die auch in Deutschland, die überhaupt überall auf der Welt agieren. Die größte ist Airbnb eigentlich. Die haben hier tausende Hosts, Gastgeber, wie sie das nennen. Airbnb gilt als Aushängeschild der Sharing Economy. Wir teilen alle, wir halten uns an Händen. Und diese sozusagen, dieses Bild korrespondiert nicht so richtig mit dem, was man in der Stadt eigentlich erlebt, nämlich dass Leute hier sich festklammern, dass die praktisch in die Besenkammern ihrer Wohnung ziehen, um die untervermieten zu können. Und hier in New York bei diesen gigantischen Preisen, also ich kann nur sagen, es ist unfassbar teuer, auch meine kleine Wohnung hier in diesem Haus ist relativ teuer. Es ist natürlich ein besonderes Problem. Hier, es gibt so gut wie gar keine Wohnungen in New York, die unter 1000 Dollar Miete kosten, sodass sie sehr, sehr sensibel sind, wenn sie den Eindruck haben, dem ohnehin extrem angespannten Mietmarkt wird jetzt durch Firmen wie Airbnb noch mehr Wohnraum entzogen.